Der dritte Tag in Virginia Beach beginnt und die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich fahre zum Fishing Pier, da das Beach and Rescue Museum noch nicht geöffnet hat, was ich gleich noch besuchen möchte. Danach geht es etwas weiter raus von Virginia Beach, aber dazu später mehr. Im Surf and Rescue Museum direkt am Boardwalk und hier gibt es ja einiges zu sehen. Gegründet wurde wohl in Virginia Beach das Rescue Team 1878, habe ich gelesen draußen, und ich glaube das erste war irgendwo bei Cape Henry 1874, ja, also schon ziemlich lange her. Das ist die alte Station, ich glaube die war bis 1969 geöffnet. Und ja, jetzt sind sie umgezogen. Jetzt ist ein Museum eingezogen. Also hier kann man mal ein bisschen durchlaufen, sich ein bisschen informieren über das Ganze. Und es ist interessant gemacht. Es gibt ja, Surfboards und alles Mögliche zu sehen. Und ganz besonders schick war, ist wohl ganz neu, haben sie gefunden hier hinten, dieses Neon-Werbung. Und die ist wohl von irgendeinem Surfer, der ist jetzt schon 84 Jahre alt und der hatte mal einen Surfshop. Ja, also wer hier ist, der kann mal kurz reinschauen. Das ist ja direkt am Boardwalk, wie gesagt. Man läuft hier rum, ich denke mal Viertelstunde, halbe Stunde ist man durch und ist eine nette Abwechslung. Ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um und dann geht es wieder weiter auf meiner Tour durch Virginia Beach. Nach dem Museum ging es zurück zum Hotel. Ich stellte das Fahrrad ab und bestellte mir ein Uber, um zu meinem nächsten Highlight zu kommen. Ich bin jetzt von Virginia Beach, also da praktisch, wo ich übernachte, so eine halbe Stunde ungefähr mit dem Uber hierher gefahren, habe ja keinen Mietwagen, ging ohne Probleme und bin jetzt hier am Little Island und am Fishing Pier angekommen. Ja, und daher würde ich sagen, lass uns einfach mal loslaufen und auf das Pier gehen. Also kostet es irgendwie Eintritt, also zum Fischen sowieso braucht man ein Permit, kann man hier kaufen und ich glaube zum Besichtigen, das Fishing Pier ist auch, aber heute ist scheinbar keiner da, habe ich wohl Glück gehabt. Fine, and you? And what is the catch of the day? We just got here. Ah, okay.
We're just trying our luck, and if we don't catch anything, we're going to put on our suits and we're going to play in the water. Morgan. Guten Morgen. Ah! How's my friend? Well, it's good, yeah. And? Yeah. We met us yesterday. No, the day before. Oh, come on. Yeah, the day before in Waterman's for lunch. Yeah. And you are fishing here? Yeah, we fished at the other pier the other day. Yeah? Yeah. And today here? I grew up here, yeah. And what is... Bar, huh? Wonderbar. And you catch something or... We just got here. Okay. Right. Yeah. Good to see you. Yeah. I'm like, I know you. Yeah. I saw him when he had a little... Yeah. We walked down there. That's as far as you can go because it's an animal sanctuary. But we walked them down the beach and we're just here and seeing my mother and having a good time. I will also go there a little bit for a walk. And have you been up? If you go all the way down, there's a... No, park. I just arrived. So when you go all the way down, yeah, there's a parking lot. You can go back through and there's like a nature trail. There's a lot of, you can see wildlife, you see boats, because you got the inland side, right, of the water. Yeah. And there's a lot of snakes. If you get the right spot, you can see the snakes over in the trees and everything. Okay, I will look that up. Fine. Just go to the end. There's a parking lot and a like a visitor center. Okay, then I will find it. You'll like it because it'll be for your family. Yeah. Well, it's good to see you again. Das ist jetzt das Fishing Pier. Oh, und hier wird auch schwer gefischt. Lustig, ich habe eben noch jemanden getroffen. Der war bei Waterman's. Habe ich den getroffen, wo ich hin bin. Und er meinte, oh, du hast einen deutschen Akzent. Und er war auch in Deutschland. Ja, aber er spricht leider keins. Aber es ist schon interessant, dass ich die jetzt hier beim Fischen getroffen habe. Oh ja, das ist jetzt halt der Fishing Pier. Und jetzt gehe ich gleich mal ein bisschen den Strand erkunden. Ich bin am Military Aviation Museum angekommen, das ist hier hinter mir. Und die nächsten Tage werde ich auch noch mal einen Rundflug hier machen mit so einem alten Doppeldecker. Das kann man nämlich hier auch buchen. Ich hoffe, dass das Wetter auch gut bleibt, dass das stattfinden kann. Ja, aber jetzt gehe ich auf alle Fälle mal hier hinten rein. Wie gesagt, Aviation Museum bedeutet ja Flugzeugmuseum. Da gibt es alte Flugzeuge zu sehen. Und ich glaube auch ein paar Autos und, aber ich lasse mich einfach überraschen und ja, schauen wir es uns zusammen an. So, jetzt im Museum drinnen ist es so, dass es zwei Hallen gibt. Also einmal, oder sagen wir mal eher drei, diese Eingangshalle. Mal ganz kurz. Da hinten geht es zum Navy-Hangar. Und auf der anderen Seite, da geht's zum Army-Hangar. In beiden Hangars sind Flugzeuge ausgestellt und dann halt immer nach den speziellen Typen. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an mit der Navy, oder? So, im Navy-Hangar, also ein bisschen leer hier, aber draußen stehen noch drei Flugzeuge, vielleicht fahren die abends dann wieder rein. So, das ist jetzt hier der Navy-Hangar und
da draußen stehen auch noch mal welche. Also schauen wir uns mal die Flugzeuge an. Geht's rüber in den Army-Hangar und laufen einfach durch die Haupthalle nochmal durch, oder die Eingangshalle, und schauen einfach mal, was es da noch zu sehen gibt. Und dann gehen wir in den Army-Hangar rein. An airplane landing in a few minutes. Ah, okay, thank you. So, gleich haben wir Glück. Uns landet eine alte Maschine irgendwie, oder sogar zwei. Habe ich nicht so ganz verstanden. Hier übrigens eine fliegende deutsche Bombe. Wo sie die her haben. Ja, und jetzt kommen wir mal in den Army-Hangar, und zwar da ist ziemlich viel, oder da stehen ziemlich viele Flugzeuge. Wie man sieht, ist schon mal ein schickes, großes. Und ich laufe einfach mal durch. Es gibt sogar auch ein deutsches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Und vor allen Dingen kann man auch die Zeit ganz gut erkennen. Denn Entdeckungsreise. Auf dem Heck gibt es noch etwas, was bei uns nicht gehen würde.
bin jetzt am Atlantic Fun Park und der ist nur freitags, samstags und ich glaube auch sonntags geöffnet. Also müsst ihr mal immer auf die Uhrzeiten gucken. Findet ihr auch bei mir im Blogpost. Einfach mal reinschauen. Ja, hier gibt es ein schickes Riesenrad und ansonsten gibt es halt viele Fahrgeschäfte für die kleinen Besucher von Virginia Beach und auch ein paar für die großen. Also wer so ein bisschen Kirmesatmosphäre haben möchte, der kann ja einfach mal hier vorbeilaufen. Ist ja nicht weit vom Boardwalk, vielleicht 100 Meter entfernt, allerdings etwas südlich. Ja, das ist jetzt hier der Funpark und wie gesagt, hab einfach Spaß, ein bisschen auf die Kirmes zu gehen, direkt am Beach. Once I heard a song. Was erwartet dich am vierten Tag in Virginia Beach? Der letzte volle Erkundungstag steht bevor, aber Spoiler-Alarm, am fünften Tag vor meinem Rückflug gibt es das Mega-Highlight und ich gehe da nochmal so richtig in die Luft. Im vierten Teil erkundige ich den VB Creative District, den Old Beach Farmers Market, den VB Flea Market und noch einige Sehenswürdigkeiten. Kulinarisch gibt es auch einiges im VB Creative District zu erkunden. Am Abend gehe ich dann noch mit den Delfinen Kajak fahren und genieße den Sonnenuntergang in der Chesapeake Bay. Dir hat das Video gefallen? Dann freue dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter. I've waited on trains to come, to take me far away, wishing you well.